Und das Schöne am Sprachengebet ist, dass man ja nicht einfach nur seine Zeit opfert und sich selbst opfert, seine Emotionen opfert an etwas, was einem nichts bringt, sondern beim Sprachengebet entsteht ja eine Kommunikation. Es ist ja keine Einbahnstraße, wo ich einfach nur irgendwas bete an einen leeren Ort oder an eine nicht existierende Person, sondern dahinter steht jemand, dahinter steht der Heilige Geist, Gott der Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die Dreieinheit Gottes. Und das ist, Gott ist in diesen Situationen besonders bemüht, uns auch zu beschenken. Durch diese Kommunikation entsteht auch Beschenkung. Gott schenkt uns Offenbarungen, er schenkt uns Ermutigung, Trost, er schenkt uns Visionen, er schenkt uns bestimmte Weisheiten für bestimmte Situationen, wie wir handeln sollen. Beim Fußballspieler ist es so, dass der Fan sehr viel opfert. Er muss Tickets kaufen, er muss das machen, er spendet Emotionen, aber zurück bekommt er eigentlich relativ wenig, außer nur, dass er halt ein Fan ist. Bei der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn, da profitiert der Mensch davon. Er wird erbaut am inneren Menschen. Er bekommt Weisung, Zurechtweisung. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Das bekommst du nirgendwo auf dieser Welt. Das ist kostbar und das gibt es nur in dieser intimen, innigen Gemeinschaft.